Ärzte. Götter in Weiss. Es ist ein wunderschöner Tag, um Leben zu retten. Sie helfen uns. How can I help? Wir wollen uns bei ihnen sicher fühlen. We are not losing this guy. Außer du landest bei einem wie Inder. Dr. Med Thomas Hähner. Medizinerpraxe geht zu Patienten, die sich nicht mehr sicher fühlen. Ich bin hilflos, brauche meine Medikamente. Das ist wirklich einfach sehr unhygienisch und dreckig. Die Praxis ist dann gleich gelaufen, aber es hat gar keinen Arzt gehabt. Aber wer hat dann nachher Patienten untersucht? Ausbrennte und prellte Angestellte. Sie kommen ihren Lohn nicht über. Ich hatte ein Burnout. Er hat gesagt, ich soll nicht so tun. Er hat mir gekündigt, wo ich krank war. Und weirde Geschäfte. Das check ich nicht. Wieso sollen die ihm Geld zahlen? Ich bin gerade ein Stück weit überfordert mit den Unterlagen, die sie mir vorlegen. Wenn einfach nur die Hälfte von dem stehen, dann ist es einfach irre. Was läuft eigentlich in diesen Praxen? Hey, das ist doch der Hähner. Ja, das ist der Hähner. Herr Hähner? Herr Hähner? Nadine und ich sind an einer Autobahnraststätte. Wir wollen eine Whistleblowerin treffen. Sie will über einen Arzt auspacken, der in der Schweiz eine riesige Abzockermasche fahre. Das Gespräch geht mehrere Stunden. Und was wir da hören, klingt eigentlich unglaublich. Also. Uns explodiert der Kopf, man kann es glaube ich so sagen. Also jetzt haben wir tonnenweise Infos bekommen und Sachen gehört, wo ich wirklich muss sagen, hey, wenn einfach nur die Hälfte von dem stirbt, dann ist es einfach irre. Die Person hat bei einem geschafft, wo anscheinend einen Haufen Hausarztpraxen an die Wand fahre. Und unter dem die Patientinnen leiden, aber auch die Mitarbeitenden. Also was offene Löhne, Schuldenberge, Betreibungen von Steuern, von AHV, von Mietschulden. Ein Arzt, der die Praxis an die Wand fährt und komische Geschäfte macht. Das hat es in der Schweiz schon mal gegeben. Vor 3 Jahren hat der Österreicher Christian Neuschitzer um die 30 Hausarztpraxen in der Schweiz ruiniert. Mit seiner Praxiskette «Mein Arzt». Am Schluss sind Patientinnen vor verschlossenen Türen gestanden und er ist später auch noch wegen Corona-Kreditbetrug verurteilt worden. Der Arzt, der die Whistleblowerin uns davon erzählt hat, heisst Thomas Hähner. Dr. Med Thomas Hähner, Facharzt für Allgemeinmedizin Deutschland. Da haben wir noch mal ein Bild. Okay. Medius Rotis. Dann Via Medica. Also es sieht so aus, als hätte er mehrere Firmen. Jetzt ist die Frage, was er mit diesen Firmen macht. Ach so, okay, er kauft Praxen mit diesen Firmen. Thomas Hähners System ist eigentlich recht einfach. Er kauft mit seinen Firmen vor allem Praxen von Hausärzten, die in Pension gehen. Und zwar viel. Total betreibt er im Moment 18 Praxen in der ganzen Deutschschweiz. Die meisten in den Kantonen Zürich und Luzern und in der Ostschweiz. Die Praxen versorgen 10'000 Patientinnen. Und in vielen von denen scheint es ziemlich abzugehen. In Reviews schreiben Patientinnen, es sei chaotisch und die Leute, die der Hähner angestellt hat, seien nicht vertrauenswürdig. Es werden Medikamente verschrieben, die absolut unnötig sind. Kurz vor Mittag wurde die Praxis geschlossen, obwohl ich noch im Wartezimmer war. Saftladen, 2x Termine abgemacht und es war kein Arzt vor Ort. Chaos pur. Inkompetenter Arzt. Schlechteste Arztpraxis. Unprofessionell, respektlos. Katastrophe. Bei einem Tierarzt wäre man besser aufgehoben. Wir checken ein paar Bewertungen gegen. Die Leute sind nicht von Thomas Hähner selber behandelt worden, sondern von Ärzten, die in seiner Praxis arbeiten. Ihre Erfahrungen decken sich in Film. Wenn du reinkommst, war es extrem unhygienisch und auch so ein Chaos. Die Betreuung ist immer schlecht, man wird einfach schnell abgehandelt. Nach irgendwie einer halben Stunde oder 40 Minuten warten, bin ich dann dran, obwohl eigentlich niemand dort war. Patientenakten, die nicht komplett sind oder komplett verschwunden. Wenn man fragt mit dem Impfbüchlein, was muss ich impfen, dann müssen sie zuerst im Internet suchen gehen, was man vielleicht noch impfen müsste. Sachen, die falsch in Rechnung gestellt worden sind. Als ich dann meine Krankenakte bekommen habe und durchgeschaut habe, hat einerseits Material gefehlt. Andererseits war es, dass ich einen Operationsbericht von einer fremden Frau hatte.
sagen, ja, das ist Datenschutz vom Feinsten. Dann hätten wir noch irgendwelche Schmerzmittel gegeben, obwohl ich klar am Anfang gesagt habe, ich will keine Schmerzmittel. Was wir gesehen haben, ist, dass ganz viele Leute einfach nicht mehr gehen wollen, neuen Arzt suchen. Ich finde es schade, weil man schaut eigentlich auf zu diesen Personen und man erwartet Hilfe. Und das mit dem Chaos zeigen auch Bilder aus Praxen, die uns zugeschickt werden. Das hier zum Beispiel sei ein Praxisraum im Zürich-Unterland. Wer für die Zustände verantwortlich ist, der Arzt vor Ort oder der Thomas Hähner selber, das wissen wir nicht. Klar ist, er betreibt die Praxen. Was will der Arzt mit so vielen Praxen, wenn er sie nicht im Griff hat? Wir treffen zwei ehemalige Mitarbeitende von ihm. Sie reden von einer Abzockermasche und einem System. Das System läuft über Menge. Je mehr Praxen, desto besser. Indem er aus jedem Patienten alles rausholt, was geht. Er coacht seine Mitarbeiter, um jeden Rappen aus dem Patienten rauszuholen. Mit Medi-Verkauf. Er kontrolliert das jeden Tag. Der Henner ruft seine Ärzte auch direkt an und sagt, sie sollen mehr Laboranalysen machen und mehr Röntgen. Er will in der ganzen Schweiz Erfolg haben. Er will die Schweiz einnehmen. Das hat er immer so gesagt. Corona war seine Zeit. Dort hat er nicht die Kranken gesehen, sondern nur das Geld. Er wollte möglichst viel Vitaminpräparat verkaufen, quasi als Vorsorge. Wir haben die Vitamine schönreden und den Patienten sagen, dass sie mit ihnen kein Corona kriegen. Also verstehe ich Sie richtig. Er hat die Anweisung gegeben, dass man während der Pandemie den Leuten vermehrt Vitaminpräparat verschreibt, damit sie sich schützen gegen Corona. Genau. Die Leute haben Säcke voll Vitamine mitgenommen. Wie geht er mit seinen Mitarbeitenden um? Er setzt die Leute unter Druck. Und wenn sie krank werden, lässt er sie fallen. Wir hatten Leute, die psychisch am Anschlag waren und krank geworden sind. Wenn du krank wirst, dann ruft er dir an und macht Druck, dass du wieder arbeiten kannst. Er hat gesagt, wir seien faul. Und dass Schweizer fauler sind als andere. Er hat auch unqualifiziert Personal eingestellt. Er hat zum Teil auch alte, vergessliche, zittrige Ärzte eingestellt. Wegen dem hat es auch Reklamationen gegeben. Aber das hat den Herrn noch nicht interessiert. Wenn du krank wirst, bekommst du keinen Lohn mehr. Und er schaut sofort, wie er dich ersetzen kann. Und wenn du anrufst und sagst, ich will mein Geld, sagt er, zuerst kommen die, die leisten. Und du am Schluss. Ich hatte ein Burnout. Er hat gesagt, ich soll nicht so tun. Er hat mir gekündigt, als ich krank war. Dabei darf man das gar nicht. Das war schwer. Also ich bin schon ein bisschen baff. Problem, wo man herschaut, oder? Hey, und ich frage mich jetzt einfach, wie das sein kann. Was macht denn dort niemand etwas? Tut dort niemand mal schauen und sagt, hey, was läuft eigentlich bei diesem Hähner? Wie hätte Thomas Hähner das System so lange durchziehen können? Es gibt offenbar Dutzende Ärzte und andere Angestellte, die für ihn arbeiten und so das System am Laufen behalten. Wir haben mit Tätigen geredet, die unzufrieden sind. Also wieso? Sie kommen ihren Lohn nicht über? Also 4 Monate schuldet er ihr. Er zahlt weder die MPAs rechtzeitig, so wie die angestellten Ärzte. Also erst, wenn er viel Druck hat, sozusagen zahlt er. Die Praxis ist dann gleich gelaufen, aber es hat gar keinen Arzt gehabt. Aber wer hat dann nachher Patienten untersucht? Wir haben mit fast 20 Leuten geredet, die in seiner Praxis angestellt waren oder immer noch sind. Sie reden von Chaos und offenen Löhnen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Wir haben jetzt immer wieder gehört, dass in den Praxen von diesem Arzt Medikamente verkauft werden, die nicht wirklich gebraucht werden und dass zu viele Laboranalysen gemacht werden. Und uns nimmt es jetzt Wunder, ob man das auch in den Daten sieht. Darum fahren wir jetzt zu der Helsana und treffen dort den Ivan Tomka. Er ist Datenforensiker dort und sein Job ist eigentlich, Ärzte zu jagen, die abzocken. Wir zeigen ihm unsere Recherche. Er analysiert für uns, wie Thomas Hähner seine Praxen bei der Helsana abrechnet. Was ist Ihnen aufgefallen? Also man hat beim Herrn Hähner ca. 60-70% Medikamente und Laborleistungen und nur ca. 35% ärztliche Leistungen. Und bei anderen Praxen, Durchschnittspraxen in diesem Bereich, ist es gerade umgekehrt. Was schliessen Sie aus dem? Es ist offensichtlich, dass er sein Geschäft vor allem mit Medikamenten und Laborleistungen macht und nicht mit ärztlichen Leistungen. Das zeigen die Zahlen unzweifelhaft.
Der Thomas Hähner schreibt uns später, der Vorwurf, er lässt viel Medikamente verkaufen, sei eine äußerst bösartige Verleumdung. Er hat während der Pandemie Vitamine verkaufen lassen, um das Immunsystem der Patienten zu stärken. Hallo, da kommt sie. Hallo, grüezi wohl. Stefanie Hasler, hallo. Die Birgit Höhl hat auch beim Thomas Hähner gearbeitet, bis er ihre Kündigung. Sie haben jetzt ja, wie lange denn Herr Hähner gearbeitet? Es waren insgesamt September bis Januar nur 4 Monate, 5 Monate. Wie hat das geendet? Ja, eigentlich so, dass ich entlassen wurde während meiner Krankheitsphase, weil ich doch sehr körperlich und psychisch erschöpft war. Da ein durchschnittlicher Arbeitstag bei mir 18 bis 20 Stunden war. Also nochmal jemand, der sagt, sie sei von Thomas Hähner während einem Burnout auf die Straße gestellt wurde. Was macht sie jetzt? Ich gehe jetzt rein, hole mir einen Betreibungsregisterauszug. Wir warten da auf Sie. Bis nachher. Bis nachher. Der Thomas Hähner schuldet ihr Geld. Sie haben sich vor Gericht geeinigt, aber er hat ihr das Geld bis jetzt nicht zurückgezahlt. Darum betreibt sie ihn. Ach, so schnell geht's. Meine Güte. Schon gerade bekommen? Ja. Okay. Ich bin total schockiert. Der Betreibungsregisterauszug von einer Firma von Thomas Hähner ist 12 Seiten lang. Darauf stehen alles Beträge von Leuten, die sagen, er schulde ihnen Geld. Das sind die, die er gezahlt hat? Genau. Das hört ja nicht mehr auf. Nein. Irgendwo darauf sind sie dann auch, oder? Ja. Ah, da sind sie. Ja, da bin ich. 13.900 Franken. Ja. Er zahlt im Endeffekt immer nur dann, wenn es ihm zu heiß wird. Es geht immer kurz vor knapp und dann bezahlt er. Es sagen also ein Haufen Menschen und Behörden, dass Thomas Hähner ihnen Geld schulde. Löhne, Steuern, AV-Beiträge, Sozialversicherungen, Miete. Ja, wir gehen hier durch. Wir sind noch mitten zum Recherchieren, da gehen plötzlich Hähnerpraxen zu, von einem Tag auf den anderen. Zum Beispiel hier im Thurgau. Wir treffen den Bernhard Welti. Er hat seine Praxis Thomas Hähner vor 3 Jahren verkauft, weil er pensioniert wurde. Praxis 3 Birken. Wie ein Töterchen. Ja. Der Bernhard Welti war fast 30 Jahre lang der Hausarzt hier im Dorf. Er bereut, dass er sein Lebenswerk Thomas Hähner verkauft hat. Und da war einfach ein Sprechzimmer da. Ich weiss jetzt auch nicht, ob es offen ist. Nein, ist noch. Aufgrund von Krankheit werden leider keine weiteren Termine vereinbart, sowie auch keine Medikamente abgegeben. Und jetzt, wenn ich hier selber herangehe, merke ich, dass die Tür verschlossen ist. Und das tut weh. Würden Sie dem Hähner noch verkaufen? Nein, auf keinen Fall. Nach dieser Entwicklung müsste ich sagen, das war nicht die richtige Person, um eine Hausarztpraxis auf dem Land zu führen. Seit dem Verkauf hat er ständig Telefone von seinen ehemaligen Patientinnen bekommen, die unzufrieden waren. Über 1'000 haben in den letzten Jahren die Praxis verlassen. Für mich war es sehr bewegend. Ich hatte viele schlaflose Nächte. Und habe echt auch gedacht, ich müsse vielleicht noch mal eine längere Zeit zum Dorf ausgehen, um ein bisschen Gras drüber wachsen zu lassen. Also wie Sie sich so geschämt haben? Ich habe mich immer sehr verpflichtet gefühlt gegenüber den Patienten. Wie die Gesundheit. Und die Gesundheitsversorgung ist etwas vom Wichtigsten von uns Menschen. Und das wollte ich erhalten. Jetzt ist mir es misslungen, gründlich. Es gibt also einen ganzen Berg an Vorwürfen von Thomas Hähner. Er kündigt seine Mitarbeiter in der Krankheit, er verkauft zu viel Medis, er schuldet Geld. Darf ein Arzt sich so verhalten? Um das einzuordnen, treffen wir Ueli Kieser. Er ist Professor für Sozialversicherungsrecht. Ja, das wirft schon sehr düsteres Licht auf einen Arzt. Als Ärztin, als Arzt müssen Sie nur Patientinnen und Patienten sehen. Sie können durchaus etwas verdienen, das ist logisch. Aber Sie dürfen nicht nur etwas machen, wie Sie verdienen. Sie müssen immer Patientinnen und Patienten im Mittelpunkt sehen. Was für charakterliche Voraussetzungen muss ein Arzt mitbringen? Man muss insgesamt jemand sein, der korrekt handelt. Das heisst, dass man nicht eine Betreibung an die andere hat, dass einem eine Versicherung nach der anderen gekündigt wird. Erfüllt der Arzt das? Es sind schon sehr viele schwerwiegende Geschichten herum. Hätte ich von mir aus den Eindruck, das ist jemand, der wahrscheinlich die Voraussetzungen tatsächlich nicht erfüllt.
Die Behörde muss umgehend reagieren. Die kantonalen Gesundheitsdirektionen müssen überprüfen, ob alle Ärzte oder alle Ärzte korrekt handeln. Und wenn sie hören, auch über Fernsehen oder über Radio oder woher, dass jemand derart gravierende Geschichten am Laufen hat, dann muss die Gesundheitsdirektion von sich aus handeln. Der Thomas Hähner behandelt nicht alle Patientinnen selber, aber er betreibt all die Praxen. Die Vorwürfe gegen ihn sind also heftig. Aber die Geschichte wird jetzt gerade noch absurder. Aber für das müssen wir zuerst noch etwas checken. Okay, kurzer Infoblock. Ein Hausarzt macht sein Geld im Großen und Ganzen mit drei Sachen. Erstens mit dem Arzt sein, also Patienten untersuchen, Diagnosen stellen usw. Zweitens mit dem Medienverkauf. Der Arzt gibt Medis dem Patienten ab. Der grösste Teil von dem Geld geht an die Pharmafirma, die das Medi herstellt oder vertreibt. Und am Rest verdient der Arzt. Und drittens mit Laboranalyse. Der Arzt nimmt dem Patienten Blut ab und schickt das dann an eine Laborfirma zum Analysieren. Wie die Praxen und Firmen miteinander vergeschäften, das ist ziemlich streng geregelt. Es ist wichtig, dass allfällige finanzielle Vorteile der Patienten, also uns, zugutekommen. Man will, dass das Wohl vom Patienten an erster Stelle steht und nicht der Profit. Häufig kommen wir ja Dokumente auf so einen Stick über und haben die dann digital. Das Mal war es etwas anders. Wir haben recht viele Dokumente gefunden, die anscheinend unsere Sachen sollen sagen über den Herrn Hähner. Ja. Okay, wenn wir einfach hier mal ein bisschen sortieren, ich kann nicht sehen, wie wir sonst hier durchkommen. Okay. Was ist das interessant? Das ist, die Dokumente, die wir jetzt sehen, hätten eigentlich nie so an die Öffentlichkeit kommen. Und wir checken zuerst auch überhaupt nicht, was sie bedeuten. Es geht um ziemlich viel Geld, das Thomas Hähner seine Firma bekommen haben sollen. Synlab, das ist ein Labor. Thomas Hähner seine Firma hat dem Labor eine Rechnung gestellt. Uns ist nicht klar, wieso. Und es geht weiter. Laut dieser Rechnung hier hat der Arzt einer Laborfirma ein 20 Jahre altes Röntgengerät verkauft. Für 58'000 Stutz. Warum kauft das Labor so ein altes Gerät? Macht überhaupt keinen Sinn. Was das bedeutet, das ist uns im Moment ein Rätsel. Wir versuchen es nachher gerade zu verstehen, aber zuerst taucht noch Novartis auf. Das ist ein Bankauszug. Novartis zahlt einen Betrag von 67'000 Franken. Das checke ich nicht. Wieso sollen die ihm Geld zahlen? Um das zu verstehen, haben wir die Pharmafirma Novartis gefragt. Sie schreiben uns, dass Geld war, damit Thomas Hähner in seinem Wartezimmer Werbung macht für Generika-Medikamente. Darf ein Arzt so Geld entgegennehmen? Wir zeigen die Zahlungen an Ivan Tomka von der Helsana. Novartis hat uns geschrieben, sie hätten der Firma von Herrn Hähner 67'000 Franken gezahlt, damit er Werbung für ihre Generika mache. Was sagen Sie dazu? Der Arzt muss grundsätzlich unabhängig von finanziellen Vorteilen bei der Medikamentabgabe sein. Per Gesetz ist vorgeschrieben, dass er sich wirtschaftlich zu verhalten hat. Das bedeutet, dass er, wenn immer möglich, das Generika gegenüber dem Originalpräparat muss vorziehen muss. Damit ist eine Entschädigung für die Abgabe von Generika unzulässig. Für die Helsana ist es also nicht okay, wenn der Arzt Geld bekommt, um Werbung für Generika zu machen. Weil er sowieso einfach das Medi verkaufen muss, das günstiger ist. Novartis sagt, das sei legal. Sie sagen nein. Was gilt jetzt? Da scheint die Pharma eine andere Rechtsauffassung zu haben von einem an sich klaren Sachverhalt. Unzulässige finanzielle Vorteile anzubieten und anzunehmen, sind nicht gestattet. Der Thomas Hähner hat auch mit anderen Firmen Deals gemacht, die Fragen aufwerfen. Jetzt haben Sie sich alle die Papiere angeschaut. Zu welchem Schluss kommen Sie? Sie zeigen mir hier so viele unterschiedliche Vorfälle. Mir scheint, unter jedem Stein in diesem Konstrukt liegt etwas verborgen, das nicht zulässig ist. Wir werden hier sehr genau heranschauen und, wenn nötig, rechtliche Schritte einleiten. Der Thomas Hähner wird uns später zu diesen Rechnungen schreiben, die sind rechtsgeprüft von den Rechtsabteilungen dieser Firmen und auch branchenüblich. Wir haben natürlich alle betroffenen Firmen gefragt, was sie dazu sagen.
Novartis schreibt uns, das, was Tomka sagt, das stimme nicht. Es sei legitim, Patientinnen durch Werbung in Arztpraxen auf Generika-Medikamente aufmerksam zu machen. Und darum sei es auch zulässig, dass man den Händler für die Dienstleistung zahlt. Die Vergütung sei also kein ungebührender Vorteil. Es sieht also so aus, als wären die sich nicht einig, ob das Ganze verboten ist oder nicht. Zünlab schreibt uns, sie können zu konkreten Kundenbeziehungen keine Stellung nehmen. Aber sie haben ihre Buchhaltung überprüft und die betreffenden Rechnungen sind von ihnen nie gezahlt worden. Und das Labor Team W, das sind die mit der Röntgenanlage, die schreiben, sie können heute nicht mehr nachvollziehen, warum sie am Händler die Anlage damals abgekauft haben. Das sei noch unter einer anderen Geschäftsleitung passiert. Der neue Führung sei es aber sehr wichtig, alle rechtlichen Vorgaben einzuhalten. Und das Labor verweist auch auf den Thomas Hähner. Grundsätzlich müsse jeder Arzt selber dafür schauen, dass die Versicherten von finanziellen Vorteilen profitieren. Und der Thomas Hähner? Mit ihm wollen wir natürlich unbedingt reden. Du hast nichts, kein Mail bekommen, keinen Anruf von ihm, nichts? Nein, gar nichts. Obwohl er gesagt hat, er würde sich melden. Wir haben ihm in den Tagen vorher schon ein Mail geschickt und mit ihm telefoniert. Aber wir haben keine Antwort auf unsere Fragen bekommen. Darum stehen wir jetzt vor seiner Praxis in Turbetal im Zürcher Hinterland. Dort arbeitet er einmal in der Woche als Arzt. Vielleicht ist er schon drin. Nein, der ist noch drin. Hey, das ist doch der Hähner. Ja, das ist der Hähner. Herr Hähner? Herr Hähner? Das sehen wir nie mehr, ich sag's dir. Also wir haben verschiedene Fragen gestellt, eigentlich alle unsere Fragen probiert zu stellen und wir haben keine einzige Antwort bekommen. Er sagt zwar, er meldet sich, aber wir werden es sehen. Der Thomas Hähner hat uns dann noch geschrieben und bis Redaktionsschluss, das ist jetzt gesagt, dass es in seiner Praxis chaotisch sei, das deckt sich mehrheitlich nicht mit der Realität. Es stimme aber, dass er Löhne teilweise zu spät gezahlt habe. Zu den missbräuchlichen Kündigungen sagt er, mit Vorsatz habe er niemandem während der Krankheit gekündigt. Es könne höchstens sein, dass z.B. ein Arztzeugnis nicht vorgelegt worden sei. Zu den weirden Verträgen mit den Novartis sagt er, die seien rechtsgeprüft und es gebe keinen geldwerten Vorteil. Der Hähner sagt auch, der unzufriedene Dr. Welti, das sei ein Einzelfall. Wir haben aber während unserer Recherche mit mehreren Ärzten geredet, die in Praxis verkauft haben und unzufrieden sind. Er habe mit dem Kauf von Praxen verhindert, dass die zugehen und damit die Interessen von vielen Patientinnen gewahrt. Und übrigens, nachdem wir ihn mit seinen Schulden bei Birgit Höll konfrontiert haben, sagt er, er habe sie gezahlt. Und wir haben jetzt Redaktionsschluss. Später sagt er uns noch, wir sehen nicht das ganze Bild. Er sei selber Opfer von schweren Straftaten geworden. Ein ehemaliges Mitglied der Geschäftsleitung plane, seine Praxen in Ruin zu treiben, damit dann ein anderes Unternehmen die insolventen Praxen kaufen könne. Der finanzielle Schaden gehe in Millionen. Chaos und geschlossene Praxen. Wer unter dem leidet, das sind Patientinnen. Vor einer zuhörenden Praxis im Kanton Luzern treffen wir per Zufall diese junge Frau. Sie hat eine schwere Krankheit. Sie will nicht von vorne gefilmt werden, weil sie sich heute nicht so wohl fühlt. Es ist einfach niemand dumm und ich brauche endlich meine Unterlagen. Es ist immer zu und telefonisch ist auch niemand erreichbar. Was heisst das für Sie, wenn Sie die Angst nicht bekommen? Ja, weil ich bin hilflos, weil ich meinen Arzt wechseln, ich brauche meine Medikamente. Da steht genau meine Diagnose, meine Schübe, wie in den letzten Jahren alles gegangen ist. Meine MRI-Bilder und alles. Es ist einfach mega blöd. Vor allem, weil Gesundheit eben so wichtig ist. Vor allem die krank sind. Es wird jetzt wahrscheinlich einiges passieren. Wir haben mit zwei Krankenkassen geredet, die Untersuchungen gegen die Firmen des Hähner eingeleitet haben. Sie wollen die Rechnungen, die sie ihm bezahlt haben, einsehen und schauen, ob dort alles korrekt abgelaufen ist. Was denkst du, was muss passieren, damit sich so ein Fall nicht nochmal wiederholt? Schreib es mir doch in die Kommentare. Hier findest du noch eine andere Recherche von uns, wo es auch um Ärzte geht. Und zwar um solche, die sagen, dass sie Abtreibungen rückgängig machen können. Und wenn du unsere Videos nicht verpassen willst, dann abonniere doch unseren Kanal.